Mein Gott, ey, warum schreie ich? Moving like the speed of sound. Willkommen zum neuen Video. Funko Pop Update. Vier neue, die ich euch präsentieren mag. Ich habe Obelix. Dazu gehört auch Asterix. Und zwar habe ich, ja, Asterix mir geholt, die Geld. Ja, Asterix kommt jetzt zu Obelix oder ist schon bei Obelix. Wie gesagt, hier an der Seite. Asterix früher jeden Film geguckt. Alle noch zum Teil guten Erinnerungen. Und ja, auch diese realen, also Filme mit den realen, also mit den richtigen Schauspielern. Habe ich mega, mega gefeiert. Und ja, Asterix habe ich als Kind früher geguckt. Es gehört ein Teil zu meiner Kindheit. Und ja, was alles zur Kindheit gehört, ne, ist halt, gibt ja schon viel. Dann, den Film habe ich schon einmal geguckt. Und zwar Wall-E. Von halt Disney's Wall-E halt. Den Film habe ich schon einmal geguckt. Der ist, naja, auf seine eigene Art irgendwie schön. Der ist irgendwie süß, der Klingkerl, ne? Der will nur sauber machen. Und ja, Wall-E, halt auch ein bisschen, ich weiß nicht, trauriger Film. Ich habe den lange nicht mehr, also das ist lange her, als ich den geguckt habe. Und ja, hier hinten seht man noch, wie viele andere es gibt. Sehen wir, der wäre auch nice. Goofy, natürlich, klar. Der Tigger, aber wenn man sieht, wie viel der kostet. Huhu, tschüss. Dann kommen wir zu einem. Den Film habe ich noch nie gesehen. Aber ich fand die Funko Pop geil. Den muss ich wirklich mal gucken. Aber das ist in neueren Teilen her. Und zwar von Ghostbusters, Ron's Ghost. Ich weiß nicht, gab es den auch schon mal im ersten Teil? Ich weiß nicht. Ich kenne mich nicht mit Ghostbusters aus. Ohne Witz. Ich muss das mal nachholen mit den... Also die älteren Teile muss ich mal gucken. Und den neuen müsste ich mir auch mal dann angucken. Aber ich glaube, ich gucke, wenn ich anfange zu gucken, die Filme, gucke ich, glaube ich, erst die älteren Teile und dann gucke ich mir den neuen mit den Frauen da an. Und ja, viel kann ich jetzt nicht zu dem sagen. Dann zu einer, da bin ich sehr stolz drauf. Und zwar ist das, und das ist jetzt hier, Abraham Ford von The Walking Dead. Abraham, der leider... Achtung, Spoiler, falls jemand die erste Folge nicht geguckt hat von Staffel 7, aber ich glaube, jeder hat sie gesehen. Abraham ist gestorben. Plus Glenn. Ja. Deshalb Abraham. Ja. Abraham war ein hammergeiler Charakter. Ich hätte gerne mehr von ihnen gesehen. Aber naja. Kann man nicht mehr rückgängig machen, leider, ne? Hier haben wir noch Rick. Diesen Rick will ich mir auf jeden Fall, wenn ich mir einen Rick hole, dann hole ich mir auf jeden Fall diesen Rick. Der steht schon 100% fest. Und Morgan, den werde ich auch noch holen, die mich schon nicht, weil die mich schon irgendwie gerne doof ist. Wegen dem Anzug und so alles. Aber sonst, eigentlich darf man der Serie die drei, beziehungsweise zwei, haben wollen. Nicht haben können wollen. Und ja, Abraham, hier sehen wir, schön gemacht mit seiner Waffe und seiner Hose mit diesem Muster drauf und seinem T-Shirt. Hier sieht man noch den Handschuh, den Bart, alles gut gemacht. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt einen Daumen nach oben. Funko Pops werden nicht weiche. Tapete muss weiche. Muss Brett kaufen, muss dran nageln, muss weiche. Ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.